Hallo und willkommen zurück bei The Evil Within Teil 2. Hallo. Wieder mit uns beiden. Und ja, mir ist aufgefallen, ich sehe heute ein bisschen zerstört aus, ein bisschen fertig. Das liegt daran, dass ich das Spiel hier spiele. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe mal vorher meinen Kommunikator gucken. Oh, ach so, ja, der Totem Möbius Operative. Gibt's hier eine Karte? Nein. Okay, Kapitel 9. Orientiere dich. Hallo, Waffe. Wir müssen ja immer noch Myra finden. Die ja. Lilly geklaut hat. Oh. Oh ja, bitte. Hallo. La, 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 la. Nee, das passt nicht. Finde ich auch nicht gruselig, muss ich ehrlich sagen. Finde ich nicht gruselig, finde ich nicht erschreckend, finde ich langweilig. Ist Dead by Daylight, komisches Spiel. Triggered. Was ist denn hier los? Zumindest gibt es hier Strom. Hm. Ja, das hat ja gerade hier geleuchtet. Ach, das war die Funzel. Gehen erstmal. Ey, die haben hier sogar Toiletten. Weißt du, das ist eine übelste Krypta. Ah, jetzt ein Klo. Ja, kacken muss gehen, nicht? Oh ja, bitte. Piep, piep. Resonanzpunkt. Moment. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue was immer Sie wollen, nur bitte. Was? Das hat jetzt nicht ganz gepasst von der Stimme her, ne? Hm? Es waren da zwei verschiedene Stimmen. Hinter den Kisten ist bestimmt eine weitere Kiste. Schießpulver. Wenn er das mal nehmen würde, dieser Fallkasten. Also ein Großteil dieses Let's Play besteht daraus, dass wir einfach warten darauf, guck mal, was... da ist ein Durchgang. Oh ja, super. Wahrscheinlich kriegst du die anderen Türen nicht auf. Falsche Waffe. Oh Gott, also. Den haben sie geopfert. Messerchen. So, tschüss, Arschloch. Oh. Kann man hier nicht eigentlich noch irgendwas erfassen? Nee. Na, guck mal. Mhm. Jetzt kommt bestimmt kleiner aus dem Klo. Hallo! Es wäre lustig, wenn da jetzt so eine Hand rauskommen würde. Pennywise. Läuft Ihr Kühlschrank? Dann halten Sie fest, sonst ist er weg. Haha, haha, haha! Ja, ich habe den Film mehr als einmal gesehen. Aber nur den alten. Ja, den neuen habe ich erst. Aha, der neue müsste jetzt draußen sein. Na Gott sei Dank. Auf Blu-ray. Blu-ray. Habe ich es gerade so gehört? Hat es Boom gemacht? Hm? Und es hat Boom gemacht. Nee, Zoom gemacht. Ich hab's auch gehört. Aber ich glaube, da bist du gegen die Tür gelaufen. Ja. Sebastian ist nämlich ein bisschen dumm manchmal. Läuft gegen Türen. Hier waren wir noch nicht, oder? Ne. So, diese Episode laufen wir nur von Zelle zu Zelle. Und er liegt. Ich hab kurz gedacht, der ist ans Bett gefesselt. Ist mir egal, dann wäre er jetzt auch tot. Ich stelle hier keine Fragen. Er war ja nicht ans Bett gefesselt. Ja, ich sag aber, wäre mir auch egal. Hier werden keine Fragen gestellt, hier wird... Sehr gut, entspann dich bitte. Er wird geschossen und getötet. Oh ja, bitte. Ganz toll, ganz toll. Ja. Aber was kommt denn jetzt? Jetzt kommt wieder irgendwas. Moment. Nein. Noch immer hier. Es war kein Traum. Hallo? Kommt bestimmt wieder. Sebastian! Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Wenigstens muss ich es diesmal nicht machen. Das ist aber ein merkwürdiges Wein. Das wird wahnsinnig. Ich werde hier sterben. Es ist aber eine sehr lange Sequenz. Gutes Gefühl, wenn die Alte nicht kommt. Gestatten, ich habe Glück.
Hä? Oh, die Augen sind einfach liegen. Alter, das ist eine Hauptschlagader. Alles klar, da waren wir zu schnell fürs Spiel. Ja, das ist mein Spielstil, ne? Ich bin bekannt dafür, dass ich sehr schnell bin. Oh. Das bröckelt, ist ein altes Gemäuer. Genau. Hallo. Ist hier jemand? Mach doch dein Licht an. Oh, oh. In der Tiefe finden Sie, wonach Sie suchen. Oh ja, bitte. Nur durch den Fall können Sie sich erheben. Aber da ist eine Leiter. Was geht hier vor? Wir sind in der Falle des Hulu-Wulu-Menschen. Have fun. Ich will das nicht. Ach doch. Ich hasse sowas. Können wir nicht wieder eine offene Stadt haben, so Open World, GTA 5, irgendwas. Ja, das war so klar. Jetzt hätte ich gern 10 Minuten Videosequenz. Danke! Ja, wo die Pumpkin wäre jetzt zerbrochen, ich würde durchdrehen. Wir sind in einer Zelle. Sah das schon immer so aus in Union? Das ist ja anscheinend ein versteckter Teil. Ich weiß gar nicht so richtig, wo wir jetzt sind. Wir sind ja da in dieses Loch gefallen, ne? Sie haben alles verloren. Das wissen wir selber. Ihr Versagen führte zur Untätigkeit und dann zur Verzweiflung. Mieb. Und die Verzweiflung zur Selbstzerstörung. Genau, du Alkoholiker. In nomine Patris. Et filii et spiritus sancti. Amen. Dum, 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 dum. Oh, sei still. Mach nie diese blöde Lied. Wie oft will ich das nochmal? Du machst das jedes Mal, das nervt. Das ist hier nicht Mission Impossible, das ist hier Kacke. Oh, Heula. Du hast deiner Frau nicht geglaubt. Du wolltest es nicht sehen. Es ist alles deine Schuld. Du bist ein Versager. Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Was kommt jetzt aus der Wand? Konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Erinnerung ihrer Qual. Ich kann sie zum Schloss führen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Dein Gehirn. Aber die denn da? Los, renn schneller. Nee. Sie können ihre Vergangenheit nicht ändern. Nur annehmen. Da hat er recht. Laufen Sie darauf zu. Nicht davor weg. Ja, lauf mal drauf zu, wenn der sich nach links zieht, Mann. Oh, Lily. Ist das? Ja, das ist irgendwas anderes. Lily? Das ist das Feuer wieder. Ja. Kann nichts tun. Das ist unser Elend. Oh boy. One of us. One of us. Alter. Was ist denn jetzt hier dein Problem, du alter Wichser? Ja. Tschüssi, Bein weg. Ja, ja, tschüssi, Kopf weg. Arschloch. Und die zerbersten ja in Lava. Oh, ich stehe natürlich direkt vor der Wand. Oh, Mist. Oh nein. Und das ist also doch... Stefano. Die kannten sich. Gut, ich gehe da lang. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwas, das wir brauchen können. Ja, so, eine Panzerfaust. Das Spiel will, dass wir Bolzen nehmen. Eine Gatling, ein Raketenwerfer, alles. Keine Ahnung, vielleicht mal ein richtiges Maschinengewehr. Laserschwert, Rüstung.
Laserschwert wäre cool. Ein Bandana für unendlich Munition, wie bei Metal Gear Solid. Nachladen. Also irgendwas. Sunny-Kasten. Obwohl, den können wir nehmen, oder? Haben wir, glaube ich, noch nie ausgerüstet. Sind die Sunny-Kästen was anderes als die Spritzen? Ja, die Sunny-Kästen sind was anderes als die Spritzen. Sechs. Los, nimm Drogen. Ist aber trotzdem nur eine Spritze. Ja. Piep. Sei still. Du störst die Beklommenheit dieses Spiels. Die angenehme Unruhe hier. Okay, hier, das bin ich. Ich chill hier mal so rum. Baumeln noch. Auf Zeit zu schinden. Hallo, können wir uns nicht mal eingefallene Ärsche angucken? Ich weiß überhaupt nicht, wo dein Problem ist. Dein Penis? Hast du Brüste? Hallo? Ich glaube, da sieht man nichts mehr. Du musst mit dem Scharfschützengewehr ranzoomen. Gar nichts für meine Nekrophilie. Sinnlos. Hast du das auch gerade gesehen? Nein. Also ja, da war was neben dir. Auf der anderen Seite. Komplett verbrannt. Arschig. Hallo, wir gehen da mal tiefer in die Scheiße rein. Oh ja, bitte. Immer runterklettern. Ja, genau. Irgendwo, wo wir nie wieder hochkommen. Ich stehe drauf. Ich find's geil. Oh. Oh na. Wenn's hier einen Spiegel gibt, ne? Dann können wir speichern. Das ist doch spitze. Tatjana, es ist immer so hell. Im Spiegel. Ah, I feel quite safe now. Weil die Miezekatze ist weg. Unsere arme kleine Katze. Die hat uns immer Glibber gegeben. Ist voll gemein. Wir haben doch neuen Glibber gekriegt, oder? Da können wir uns doch jetzt was holen. Wir gehen mal kurz zu der Alten, die mit uns Sex haben will, und dann gucken wir weiter. Und sag nichts anderes, das ist eindeutig, dass die was von uns will. Ich wollte gar nichts sagen. Die laszive alte Tatjana. Sie brauchen wohl Hilfe, Detective. Goldini. Dieser Ort hier ist die Hölle. Wollte ich gar nicht. Wahrhaftig. So viel Leid und Tod. Ja, man braucht Stärke, um ihn zu durchqueren. Stärke und Willenskraft. Weder das eine noch das andere. Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann. Sie haben ihre Grenzen noch nicht erreicht. Ich auch meine. Die Antwort darauf, warum sie wirklich hier sind. Warum ich wirklich hier bin? Weil ich Lily retten will. Ja, aber um das zu schaffen, müssen sie zuerst andere Herausforderungen bestehen. Dafür, dass sie uns nicht helfen kann, weiß sie aber ganz schön viel. Ja, das ist ja der Witz. Ich könnte ihnen helfen, aber ich sehe sie gern leiden. Du darfst es dir aussuchen. Leichangriff wird mir jetzt nicht viel bringen. Ich nehme es mal mit. War ja auch nicht so teuer. Ja. Das ist irgendwie alles Quatsch. Naja, wir müssen es ja auch nicht nehmen. Nein! Wir nehmen jetzt Trotz mit. Ich bin trotzig. Das ist quasi mein Spielstil hier. Also Kuh. Dann etwas, das ich... Wir können noch einen Schrank öffnen. Sicher? Ja. Da waren wir schon. Stopp. Irgendwas Sinnloses. Na gut, nicht ganz. Schrotmunition kann man immer gebrauchen. So, jetzt mache ich was ich normalerweise in so einem LP nie mache. Ich speichere. Also im Sinne von, ich möchte nicht, dass ihr seht, wie oft wir speichern. Ich meine, wir spielen hier auf Billo und Alter, renn da einfach durch die Kerzen. Was bist du für ein Billo-Kunde, Mann, ey. Aber es ist dennoch nicht schön, wenn das Spiel mal abschmiert und man von irgendwo vorn wieder anfangen muss. Wir möchten diesen Spielstand überschreiben. Nochmal, wir sind Einsteiger. Quereinsteiger. Perfekt für alle Jobs aktuell. So, und jetzt gehen wir hier raus. Raus aus dem Spiegel. Zurück ins Light. Hallo.
Oh, jetzt. Hallo. Was wollt ihr? Jetzt geht die Tür hier zu. Hm, glaube ich nicht. Will ich Kraut. Das Kraut, das sich was traut. Ja, genau. Hm, Zeug, das man drehen muss. Geil. Und eine schöne Fleischbadewanne. So macht das Spaß. So macht das Spaß, ne? Jetzt sind die Leiter hochkrabbeln. Ja, darf ich mich erstmal umsehen? Nein. Guck mal, die haben jetzt zum Beispiel so ein Stück Wirbelsäule oder Enddarm. Und Magen. Nom nom nom. Verschlossen. Es muss einen Mechanismus zum Öffnen geben. Blitzmerker. Bitte. Hier oben bleiben, wenn hier was kommt? Dann kann ich es einfach von hier oben erschießen. Oder steht hier oben noch mehr? Ja, die Zombies können ja auch klettern. Guck mal, du musst ja da... Das wird bestimmt das Symbol, das wir da schon im Spiegel gesehen haben. Ja, das wird hier sein... Ja, ja. Tada! Tada! Ach, das dreht sich jetzt beides, oder was? Oh. Das ist ja gar nicht nervig. So, na dann, gucken wir mal, wie geil wir sind. Ja, irgendwie vergessen? So. Wenn du den eins rechts drehst, dreht sich die Scheibe ja nochmal mit, eins links. Mal kurz. Sieht so aus? Nee, der obere Teil muss runter. Also ach, das guck mal da. Ja. Wir könnten das Symbol daneben als Vorlage. Aber das oben muss runter. Also was jetzt in der großen Scheibe... Da ist jetzt das Stück, das eigentlich da runter muss. Siehst du das dort vorne? Da hast du die Ecken. Ja, ja, ja. Das Problem ist... So, das können wir erstmal so lassen. Ja, du kannst dann, hier die ganz rechte... Ja, 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 warte, warte, warte. Die ganz rechte... Ja, 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 ja. Voll simpel, wenn man es jetzt so sieht. Ja. Weil ich ja das da unten wieder alleine drehen kann. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch nicht der Sinn dieses Spiels, dass es ein Rätselspiel ist. Nee, es ist ein Ekelspiel. Ich soll mich hauptsächlich ekeln. Hallo. Das war so klar, dass da Blut durchläuft. Das war so logisch. Das könnte nichts anderes sein, ne? So Gelee. Irgendwas Leckeres so zu laufen, eine Butter oder so mit Zeug. Schokolade. Drin. Schokolade, genau. Oder Currywurstsoße. Nee, das ist Blut. Der Currywurstbrunnen war, Soßenbrunnen war so enttäuschend. Hintergrund, ja, wir waren mal auf einer Fete und da gab es einen Schokoladenbrunnen. War Currywurst. Also Currysoße und Currywurst. Und nicht der Typ. Ich meine, echte Wurst. Und die Currywurstsoße war kalt. Täuschung auf ganzer Linie. Ich wollte einen Schokobrunnen. Hallo. Warum müssen die immer in solchen Verliesen sitzen? Ich meine, wenn ich böse bin, habe ich doch trotzdem Ansprüche an meine Umgebung, oder? Hm. Nee, ich möchte nicht. Bitte, dass ich bin der Tod auf Beinen und so soll es ja aussehen, ne? Genau. Wo ist denn hier die schöne LED-Beleuchtung? Ein bisschen Stimmungslicht. Das einzige Stimmungslicht, was der erkennt, ist beleuchtetes Blut. Aber du willst ja Angst verbreiten. Ja, das mache ich doch durch meine Handlung, nie dadurch, wie ich wohne. Hat er nie einen Paten gesehen? Nein, das ist ja hier also der Keller von ihm, wo er Leute nur durchjagt. Tod auf Latschen. Schon mal nachgeladen wieder? Oh boy.
Das sieht nicht gut aus. Wenn ich jetzt sterbe, mache ich nichts nochmal. Oh ja, bitte. Deckscreen, vorbei. Eine Sequenz. Oh ja, toll. Oh, da liegen tote Menschen. Ist klar. Ja, bitte. Wir haben so viele schöne Waffen, aber nimm die 9mm. Das Kind-Ding. Hat er gesagt, ich hätte gerne Kette. Greift was nach unserem Bein. Sebastian Castellanos. Endlich sind sie da. Ich habe auf sie gewartet. Aber der will uns doch belohnen. Wer zur Hölle sind sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Alvin Simon Theodor. Ich hoffe, sie werden mich auch so nennen. Mein Freund. Er hat erstmal Freund gesagt. Das ist eine gute Voraussetzung. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex. Wäre doch nicht mehr beleidigend. Einen von euch habe ich heute schon getötet. Nein. Der war aber nichts im Vergleich zu dem. Natürlich haben sie das. Ich verstehe auch nicht, warum er gleich zum Dissen übergeht. Jeder Herausforderung in ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Ja. Und sehen Sie, wohin das geführt hat. Was ist mit seinem Auge? Hat er die in andere Kamera? In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen. Nehmen Sie die Waffe runter. Bitte. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste noch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Nimm doch mal die Waffe. Kommen Sie. Müssen wir den kennen? Sie kenn werden mit ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Hm. Was? Wo sind sie? Ich würde es ihnen ja sagen. Aber sie sind noch nicht bereit. Sie müssen erst noch ein paar Leute töten. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Können wir das auswählen? Ja. Ich kann ja. Sie von ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ja. Ich kann sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Ja, danke. Du könntest auch einmal das sagen, was ich will. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ja. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Du könntest einfach mal wissen, was du passiert. Kehren sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Sebastian könnte einmal schlau sein. Nehmen Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Was kommt denn da? Habe ich da gerade Maschinengewehrfeuer gehört? Mhm. Oh ja. Ich kann nichts tun. Hallo Lilly, da ist irgendeine Frau, die schießt. Warte. Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Ist das seine Frau, die sich kennengelernt hat? Nee. Anscheinend hat sie ihn gefunden. Und draußen sind Haufen Zombies. Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Alles klar. Was? Der Teufel geht hier vor. Wir können später reden. Konzentrier dich auf die Kapitel 10. Versteckt im Stem. Oh, da kommt ihr noch rein. So einfach kriegt ihr mich nicht klein. Sie ist durch die Wand gebackt. Alter, kannst du mal was Sinnvolles tun hier? Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Das war's? Schnapp dir ein paar Vorräte. Unsere ganzen Waffen sind weg. Okay. Nee, doch. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Nimm doch die Schrot. Oh. Hallo. Na, ihr blöden Schlampen. Abschuss, ich höre noch mehr von denen.
Hallo. Guck mal, da kannst du das Fass umtreten. Heute nicht, du Penner. Heute nicht, du Penner. Mist, die sind überall. Die dürfen sich nicht zusammenrotten. Alter! Halt mir den Rücken frei! Wieso hat die ein Maschinengewehr und wir nicht? Danke, du aber auch. Danke, du aber auch. Das sind die klassischen blöden Sprüche in irgendeinem Film. Hast du gut gemacht? Ja, danke, du aber auch. Hey, oh, das klingt noch was Größeres. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Scheiße. Vorsicht! Oh, oh boy. Ah. Was ist das für Dinger? Ah, ich töte sie einfach. Ich glaube, das sind die Letzten. Das ist immer der Kommentar, nachdem es dann weitergeht. Los, wir müssen weiter. Hier lang. Warte Nein, mal. Nein, wir müssen erstmal Loot einsammeln. Genau. Wir können kein Loot einsammeln. Das ist Pistolenmunition. Ja. Alter, ist das dein fucking Ernst? Are you fucking kidding me, asshole? Teile. Schrottmunition. Aha. 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 Danke. Ich weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Er hat doch gerade gesagt, wer sie ist. Errungenschaft freigeschaltet. Keine Zeit für Fragen. Noch ein freundliches Mein Unterschlupf Gesicht. Ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Oh, ich hab da Na was los. Gehört. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Wir müssen leise sein. Das sind könnten wir. Noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Ja, wir haben ja jetzt Kidman hier schon alles eingesammelt. Die Ausschau halten. Oh. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Hat die nicht gerade gesagt, sie wartet hier? Hier bist du, also... Was versteht die unter warten? Warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen und Mobius für immer auszuschalten. Eine Kiste. Warte kurz. Verpiss. Alter! Nein, wir müssen immer erstmal Pause machen, bevor wir aufnehmen. Das ist so Scheiße. Ein dummer Lappen. Lass ja. mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Rüberlaufen ist schwer, ne? Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Nein, wir können hier nicht klettern. Ey, Alter. Warte mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Also die Folge hat wahrscheinlich Überlänge bis zum nächsten Salesport geht. Während der andere durchkriecht. Okay, ich heb. Na los! Ich noch. Geht's? Lass mich helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Dein Arsch? Okay, hab ihn. Danke. Die können einen 400 Kilo Baum hochheben? Oh ne. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Willen, ernsthaft. Bitte. So alt bin ich noch nicht. Ist der typische Smalltalk also für gleich haben sie die Sex. Ganze Zeit den Plan Mobius auszuschalten? Ist hier Free Eigentlich Room? Hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Aber sie ist jetzt ein Glibbermonster. Was? Sie hat sich denen angeschlossen?
Eine Frau. Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Ja, nur weil du so ein sturer Knochen warst. Ja, Trottel. Aber bleiben wir bei der Sache. Räuberleiter. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Nein. Klar, natürlich. Bereit? Alles gut, ich hab dich. Ja, ja, alles okay. Und alle Jungs starren nur auf ihren Hintern. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Hey, willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Er hängt ja noch gar nicht. Ja, genau. Er kann auch alleine da hochspringen. Weißt du? Vor allen Dingen, so hoch wie er jetzt gesprungen ist, hätten wir vorne über diesen Miniberg auch drüber hüpfen können. Oh ja, sie zieht ihre Waffe, super. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Oh, wir sind wieder draußen. Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Calvin, Simon. Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Übung. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Isn't she lovely? Oh nein. Unser Unterschlupf wurde in die Luft gesprengt. Das war mein Meth-Labor. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme. Da. Was? Ich sehe keins. Beweg dich. Kannst du dich bewegen? Schnell, ja, mir nach. Ach ja, der äußerst agile Sebastian. Oh, da sind wieder Bolzen. Mm. Was zum Geier ist denn das? Was ist denn jetzt? Oh nein, der Typ. Gitti. Das ist mal eine geile Gasmaske, da musst du auch nichts mehr sehen. So viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay. Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Alles klar. Aber das, Freunde, gibt es in der nächsten Episode. Denn wir reißen jetzt schon die Zeit. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.